Hallo, hallo meine Lieben. Ja, ich habe jetzt hier einen Artikel vor euch, der viele wahrscheinlich sehr wütend machen wird. Mich auch. Aber gucken wir mal, ne? Bald Hundeverbot in Deutschland wegen Muslime. Für viele Deutsche sind Hunde liebe und treue Gefährten, die sie nicht missen möchten. Nun droht aber bald neues Ungemach. Für die vielen muslimischen Neubürger, die unsere Kanzlerin ins Land geholt hat, sind Hunde nach ihrer Religion Najasa, also unrein. Anders gesagt, Geschöpfe, die kein Lebensrecht haben. So erklären sich auch die vielen Videos im Netz, wie in islamischen Staaten Hunde auf die grausamste Weise zu Tode gequält werden. So fordert in den Niederlanden bereits eine islamische Partei, deren Name ironischerweise Islamdemokraten ist, ein generelles Hundehaltungsverbot. Sollte die ungebremste islamische Einwanderung nach Deutschland so weitergehen wie bisher, wird es nicht mehr lange dauern, wie die Regierenden in vorauseilenden Gehorsam auch in Deutschland Restriktionen bei der Hundehaltung einführen werden. Ich gebe zu, das Deutsch ist schon ein bisschen komisch, ne? Aber ihr könnt ja gerne selbst gucken, ne? Okay. Also ich bin schon darüber ziemlich, wie soll ich das sagen, ziemlich entsetzt. Hoffen wir, dass das niemals eintreffen wird. Niemals. Was geht das denn Muslime an, was wir für Haustiere haben? Ich will mal die Muslime sehen, wenn jetzt Europäer in arabische Länder einreisen würden und dort Forderungen stellen. Keine einzige Forderung würde uns jemals anheim werden. Ja, so ist das wohl, ne? Okay, wir sehen uns dann. Tschüss.